Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Rise Up Interview. Diesmal mit einer sexy Expertin für ein ganz, ganz spezielles Thema, nämlich der Jenny Kühne. Herzlich willkommen, Jenny. Hey, Steffen, grüß dich. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei bist. Und ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet. Du bist nämlich Sex-Coach. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Da freue ich mich heute tierisch drauf. Und da werden die Zuhörer auch viel von haben, Zuhörer, Zuschauer, bin ich mir sehr sicher. Was hältst du davon, wenn du dich einmal kurz vorstellst? So, wer bist du und was machst du? Gerne. Ja, mein Name ist Jenny Kühne und ich helfe Männern, also Männern dabei, die Lust ihrer Partnerin wieder neu zu erwecken und eine erfüllende und leidenschaftliche Sexualität in der Beziehung zu leben. Das ist so mein Tagesgeschäft, könnte man sagen. Ja, spannend. Das hört sich für mich ja sehr, sehr spannend an. Vielleicht einmal so zum Hintergrund. Was ist denn so deine Motivation und warum gerade Männer? Also woher kommt das Ganze? Ja, meine Motivation ist eigentlich, dass ich selber, also so, das ist so mein Antrieb, ja, weil ich ja als Frau hat man ja mit den Männern Partnerschaft und man hat auch Sexualität und da habe ich einfach selber sehr, sehr oft erlebt, oder, ne, dass es eben, naja, schwierig ist oder für die Männer auch. Für mich jetzt als Frau ist es schwierig, meine Bedürfnisse zu äußern, weil viele Männer verstehen das direkt als Kritik und sind dann nicht in der Lage, oder ich weiß nicht genau, ich habe das noch nicht genau rausgefunden, warum das ist, aber die können das dann nicht umsetzen oder machen dann was anderes oder so. Ich habe keine Ahnung. Also das war so meine private Erfahrung und dann habe ich halt, also ich beschäftige mich schon seit ich, glaube ich, 25 bin, ist mir neulich eingefallen. Schon damals habe ich so einen Sex-Workshop gemacht für Frauen, so mitgemacht. Und da hat schon die Leiterin damals, die war schon irgendwie total neidisch auf mich. Und ich habe da ja gar nichts ganz, also ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. Jedenfalls war die schon so ein bisschen, naja, also es ist mir eingefallen, ja, weil ich habe schon immer dieses, einfach die Möglichkeit gehabt, darüber frei reden zu können. Ja. Und das war auch schon immer so eins meiner Herzensthemen. Und dann habe ich eben Tantra-Massagen irgendwann gelernt und damit auch ein paar Jahre gearbeitet. Ja. Und habe dann, also das war sozusagen der Zugang dazu, ja, wie findet eigentlich Berührung statt und wie kann man Männer berühren, wie kann man Frauen berühren? Die wollen ja beide eigentlich auch, also die werden gleich berührt, weißt du, gleich, also in der Tantra-Massage machst du ja jetzt mal außer den Intimbereich, da machst du natürlich was anderes, aber sonst machst du das Gleiche. Ja. Also wie ist eine, sag ich jetzt mal, hohe Qualität in Berührung? Ja, das habe ich halt gelernt. Und da habe ich dann auch einfach dieses, das Gefühl bekommen, ich kann, also auch so habe ich das Gefühl, dass ich einfach super gerne mit Männern arbeiten mag, dass ich Männer sehr gerne mag, dass ich Männer liebe. Jetzt mal wirklich so aus vollem Herzen. Ich finde diese männliche Energie ganz wunderbar. Und dann für mich war das dann irgendwann eine Entscheidung, ja, mit wem möchtest du eigentlich arbeiten? Und dann war mir klar, das sind die Männer. Ja, und ich denke, das hast du jetzt noch nicht gesagt, meine Facebook-Gruppe heißt Frauen glücklich machen und mein Podcast auch. Und gerade bei diesem Titel erlebe ich es immer wieder, dass die Männer halt irritiert sind und es als Provokation erleben. Und es ist aber ja so, dass wenn wir uns die Beziehung zwischen Mann und Frau angucken, dann ist er der Gebende und sie die Nehmende. Ja? Weil wenn es andersrum wäre, dann wäre sie in so einer Mutterrolle und er wäre, ihr Sohn, wie so ein Sohn, aber nicht, also es wäre keine Partnerschaft. Ja. Ja. Also das wäre so eine Begründung, warum dieses Thema glücklich sein, glücklich machen, ne? Warum auch mich dein Thema jetzt so angesprochen hat und ich gesagt habe, ja, mit dir möchte ich gerne darüber reden. Ja, das hatten wir im Vorgespräch ja schon ein bisschen, da bist du darauf eingegangen,
was denn die Männer auch größtenteils so, naja, so denken oder wann die Männer glücklich sind. Das fand ich ganz, ganz spannend. Vielleicht möchtest du das nochmal hier den Leuten auch sagen? Ja, natürlich. Also ich meine, das war eine amerikanische Studie, die forschen ja so gerne nach Glück, weil bei denen steht das Glück ja auch, das Recht auf Glück in der Verfassung. Und die haben halt befragt, Männer und Frauen, wann sie oder ob sie oder wie sie glücklich sind. Und dabei kam eben heraus, dass die Männer sich glücklich fühlen, wenn ihre Partnerin glücklich ist. Sprich, dass das Glück der Frau dazu führt, dass der Mann in der Beziehung auch glücklich ist. Ja? Und bei der Frau ist es dann, kann man sagen, ja gut. Und bei der Frau ist es so, dass die eben, die braucht, wie sagt man denn, ein großes, man sagt ja immer, die hat ein reiches Innenleben. Ja, also die braucht ganz viele Faktoren, damit sie glücklich ist. Und da ist der Mann eben ein Baustein oder kann das begünstigen. Und insofern hat er, wenn er sozusagen dafür sorgt, dass sie, naja, dass sie erfreut ist, und der Sex ist ja ein ganz wichtiger Baustein, da kann ich auch gerne noch gleich mehr zu sagen, hat er da eben ganz direkt auch etwas davon. Ja. Ja. Okay, also das Ganze zielt darauf ab, dass Männer ihre Frauen halt glücklicher machen und so auch die natürlich die Beziehungen glücklicher sind, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Genau. Okay. Also das könntest du auch so sagen, im weiteren Sinne wirklich, dass die Beziehungen glücklich sind, dass die Ehen halten, dass die Kinder gemeinsam mit den Eltern aufwachsen. Das wünsche ich mir, oder das ist meine Mission, wenn du das jetzt so größer siehst. Ja, weil ich einfach weiß, wie anstrengend oder wie schwierig das auch sein kann. Und gerade, ich hatte gestern mit meiner Männer-Coaching-Gruppe, hatten wir so einen Gruppencall, und da ging es darum, Blockaden zu lösen. Und das war auch sehr spannend, weil wir haben da echt einiges bearbeiten können. Und ich wollte jetzt aber das andere erzählen von den Frauen. Und da im Nachgang ist mir und dem anderen Coach, der die Blockaden gelöst hat, also so ein Medium, uns klar geworden, dass es eben wirklich eigentlich auch darum geht, dass die Frauen ja auch ihr Päckchen dabei tragen, verstehst du? Und gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Geburt geht und um dass dann Kinder dazukommen, und gerade das ist ja der größte Schritt sozusagen in dieser Sex, wenn jetzt mal so die sexuelle Entwicklung eines Paares anschaust, wo halt so einschneidend ist, weil man allein schon durch die Zeit und durch die Präsenz des Kindes dass diese ganze Leichtigkeit und die Spielerische verliert, oder was heißt verliert, aber wo es schwieriger wird, weil man sich eben ein Stück weit einschränkt, und das Planen oder wie auch immer, planen kann man es auch nicht wirklich, aber das gezielt entweder vorbereiten oder man muss spontan das direkt ganz schnell oder wie auch immer machen. Und das ist eigentlich auch so ein riesiger Punkt, ne, wo es ja, also wo mir jetzt klar wurde, es geht eigentlich ja nicht nur um die Männer, sondern die Frauen alleine, wenn du das dann anguckst, was die Frauen haben, wenn sie jetzt die Geburt alleine, was das auslöst an Traumata oder also da hat jede Frau, also ich habe das auch gehabt, dass ich habe drei Kinder, ne? Beim ersten Kind habe ich halt gestanden. Und das war bestimmt für meinen damaligen Partner, also jetzt allein, wenn du dir das auf Sex-Thema anguckst, auch nicht so einfach. Ja, und da ist einfach, da sind sehr viele Baustellen. Ich denke, da kann man viel bewegen, wenn man das ins Licht bringt und den Leuten eben auch einen Rahmen bietet und nicht nur sagt, ja, ihr müsst oder es, ne, es muss ja nicht, es soll ja Spaß machen und es soll leicht sein und die Freude die darf wiederkommen, ja. Ja, okay, das verstehe ich. Ja, das ist natürlich eine Riesenherausforderung, wenn dann ein Kind oder sogar mehrere Kinder da sind. Die Zeit, den Ort, die Lust, alles gleichzeitig zu finden oder zu haben, ist auf einmal eine komplette Umstellung. Ne? Ja,
Das glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig ist. Jetzt hast du gerade was für mich, das ist schon ein bisschen länger zurück jetzt im Interview, aber was Spannendes und gesagt. Und die Frau, also das ist jetzt so das, was die... Ja? Jetzt, nee, bei mir hat es ein bisschen gehakt. Ach so. Ja, ich wollte nur sagen, die Frau, also jetzt so, wenn du das dir anguckst, nach, wenn die Kinder da sind, dann ist die Frau ja so gebunden an das Kind, rein körperlich. Und das führt eben dazu, dass sie halt gar nicht mehr sie selber alleine ist, sondern sie fühlt sich total davon so abhängig, ja. Im Muttermodus. Genau, in diesem, ja. Ne, man kann gar nicht mehr einen Schritt gehen, weil das Kind schreit, ne? Oder man muss immer gucken, ja, dass das Kind nicht stirbt oder dass es nicht verhungert. Man hat so, ich habe das ja auch gehabt, oder jetzt dreimal. Ja, ja, ich verstehe schon. Beim dritten Kind wird es einfacher, weißt du so. Und da, das führt wirklich dazu, also die Frau muss erst wieder bei sich ankommen. Ja. Damit sie Sex haben will, ja? Weil sonst will sie keinen Sex haben. Wenn du nur in diesem, ja. Mein Kind bist, dann wird das nichts. In diesem Stresszustand, ne? Das ja. ist ja wirklich so ein Stresszustand, ja. Und dann, ja, die ganze jetzt, wie man sich fühlt als Frau, weißt du, dass man eben sich wieder sexy fühlt und so, oder wie auch immer, da hat sich ja, also bei vielen Frauen verändert sich ja dann auch, sag ich jetzt mal, der Körper verändert sich, aber auch vielleicht das Gewicht und ja. man nimmt sich ganz anders wahr und das, ja, das ist einfach auch ein Riesenthema. Ne? Ja, ja, das glaube ich. Welche Frage ich gerade stellen wollte, du sagtest Tantra-Massagen vorhin. Das hängt immer noch in meinem Kopf. Was ist eine Tantra-Massage, liebe Jenny? Ich kenne es nicht. Okay. Ja, cool. Ich dachte, es wäre schon so Mainstream-mäßig überall angekommen. Ja, so eine Tantra-Massagen sind Ganzkörpermassagen, die eben den erotischen Anteil jetzt an Berührung nicht ausschließen. Ja, das heißt, okay. Du wirst ganzheitlich, also im ganzen Körper berührt. Du kannst eben den Intimbereich, der kann auch massiert werden. Ansonsten muss er nicht. Aber wenn du jetzt, na, du wirst jetzt nicht nur, ich sag mal, jetzt so ein ganz banales Beispiel, der Rücken wird nicht so nur so geknetet, sondern es wird eben auch lang ausgestrichen und gehalten und so gehalten, dass man sich eben also dass man sich fallen lassen kann. Ja, weil okay. wir haben ja alle dieses sinnliche Bedürfnis nach Nähe und Berührung und diese Massageform gibt, das gibt die Gelegenheit, das zu erleben, ohne dass man eine Beziehung hat oder weißt du, ohne dass man... Ah, okay, ja, ich verstehe. Naja, ohne dass das eben jetzt ja. also eine längerfristige Wirkung hat, sondern das bietet dir die Möglichkeit, eben diese Erotik anzunehmen, weil du bist, wenn ja. du jetzt so eine Massage bekommst, bist du ja in der nehmenden Position und auch das ist mal ganz eine neue Erfahrung, dass man wirklich nur das annimmt und nichts dafür tun muss, dass einer einen liebevoll rührt. Ja. ja, okay. Das hört sich spannend an. Nein, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Und ich glaube, so sehr Mainstream ist das auch noch gar nicht aktuell. Jetzt haben wir im Prinzip schon besprochen, auch wie du dazu gekommen bist. Du hättest ja jetzt hier quasi ein Fragenexemplar vor dir, ne? Wenn du mal Fragen hast, wie so ein Mann eigentlich tickt, wenn du offene Fragen hast, wollte ich mich mal zur Verfügung stellen. Also ich weiß, dass wir, dass wir Männer, das ist für uns ein ganz, ganz schmaler Grat in diesem Sexbereich, wenn uns eine Frau sagt, ich brauche das so oder mach das doch lieber so. Ich weiß, dass viele, viele Männer da ein absolutes Ego-Problem kriegen. Also ganz, ganz schnell. Das wird uns quasi, das kann ja nicht genetisch sein, aber ich glaube, es wird uns irgendwie eintrainiert, weil das quasi unsere Männlichkeit in Frage stellt in dem Moment. Ne? Als wüssten wir nicht, was wir da irgendwie tun. Das finde ich auch sehr spannend. Das muss man schon auf
Naja, gute Art lösen. Wobei, wenn man eine gute Beziehung hat, glaube ich, dass man da auch gut drüber sprechen kann. Es ist eher so die Qualität dann der Beziehung, die das mit beeinflusst, ne? Denke ich. Ich denke jetzt gerade einfach mal laut, weil mich das ist, Ja, also du hast am jetzt. Anfang das irgendwie gesagt, das beschäftigt mich noch. Ja, also meiner Erfahrung nach hat es nicht unbedingt was mit der Qualität der Beziehung zu tun, sondern eher, wie Okay. der Mann, wie du es jetzt gesagt hast, wie der Mann sich davon in Frage gestellt fühlt. Und also jetzt so als Frau wäre halt die Frage, oder sie ist ja empfindsamer und so, deswegen wäre es vielleicht für sie die Frage, würde sie sich trennen, wenn da eben ihre Bedürfnisse, ihre erotischen Bedürfnisse nicht angemessen erfüllt werden, ja? Und ich sag mal, ich weiß es nicht, es muss ja jede Frau für sich entscheiden. Ja. Für den Mann, also ich habe ja die Männerseite immer am Telefon oder im Coaching, und da ist es eben so, dass die Männer leiden am meisten darunter, dass sie keine Lust eben mehr hat, ja, und dass sie, also entweder, dass sie nicht mehr will, also keinen Sex mehr will, oder keinen Sex mit ihm will, ja, und dass im Okay. Grunde jede Berührung, jeder Annäherungsversuch wird eben als, naja, nicht Bedrohung, aber als Bedrängen. ja, Übergriffigkeit erlebt, ja. Ja. Und die Männer, denen fehlen dann Methoden, wie sie die Frau so berühren, dass sie Ja. das toll findet. Also ich sag mal toll, aber dass die da eben sich für öffnet und wieder dieses, weil sie möchte, und jetzt vielleicht mal so, was sie möchte. Sie möchte ja einen präsenten Mann, ja. Also das ist sozusagen der, sag ich jetzt mal so, der Herzenswunsch. Sie möchte sich selber erleben, also ihr, so ist ihre Ausrichtung auf ihr Leben. Sie möchte sich erleben und ihn erleben. Und es geht um Ausdruck, um Entwicklung, ja? Also Ja. um den Weg und nicht um das Ziel. Und beim Mann geht es vorrangig um das Ziel. Und das ist so, das ist ja auch okay, weil die Männer, die sorgen ja für die ganzen wichtigen Sachen, sag ich jetzt mal. Jedenfalls haben sie das bisher jetzt, hat sich da ja einiges getan, das ist ja auch gut, aber trotzdem, also meine Arbeit, so wie ich jetzt die Welt jetzt oder die Mann- und Frauenwelt sehe, entspricht das eben nicht dem gängigen, naja, Ja. Mainstream-Ideal oder der Gender-Norm, sondern ich gucke da schon eher ein bisschen klassisch drauf, ja, und er hat eben, sag ich jetzt, die Zielerreichung im Sinn. Und dass Sachen funktionieren, ne? Und sie möchte, Ja. dass du oder dass der Mann präsent ist und zeigt, was gerade bei ihm ist. Und er versteht es nicht, weil Ja. er will ja irgendwo hin, ne? Er will ja jetzt endlich Sex haben Ja. und nicht sagen, was jetzt gerade bei ihm ist. Ja? Er sagt dann, ja, wollen wir Sex haben? Und sie sagt so, hä, was? Weiß ich doch Ja. nicht. Ne? Weil bei ihr, wenn sie nicht heiß ist, dann will sie auch keinen Sex haben, ist ja logisch. Ja, okay. Und da haken, also da behaken sich dann beide, oder wir Ja. verstehen uns einfach nicht, ne? Ja. Und da ist es halt nützlich, dass, und deswegen gucke ich von meiner Seite, da ist es halt nützlich, wenn er das weiß, weil er ist ja der aktive, oder Ja. naja, er darf den aktiven Part übernehmen. Das wäre der zweite Punkt. Also sie will Präsenz. Wie kriegst du das? Oder beim Sex geht es um Führung, um Dominanz. Also ich nenne das Dominanz. Weil wenn ich jetzt, also obwohl Führung kann ich auch sagen, aber Dominanz ist halt so eine Klarheit. Also geht es um Führung übernehmen, um ihr sagen, was jetzt sie tun darf oder was jetzt ansteht. Oder sie muss ja auch nicht gesagt werden, es kann auch gezeigt oder einfach, ne, in die Ja, richtige ich Richtung. verstehe. Also Führung im Prinzip, ne? Genau. Ja. Und das ist sozusagen das Mittel und auch dieser männliche Ausdruck, ja. Und das heißt nicht, dass du immer oder jeder Mann immer dominant sein musst. Das ist ja überhaupt gar nicht gemeint, sondern du kannst nur dominant sein, wenn du dienst. Also das ist jetzt wieder ganz abgehoben, aber du kannst nur dominant sein. Also die Frau lässt es nur zu, wenn sie das Gefühl hat, dass du ihr gut tust. Sprich, du musst ja Ja. genauer gucken, was braucht sie denn gerade? Und wo Ja, steht sie okay. denn jetzt? Na, und dann kannst du, also du kannst nicht wie so ein Bulldozer einfach sagen, ja, wir haben jetzt Sex und das fände sie geil. So ist es ja nicht, ja.
Nein. Und wie? Was? Das ist ja revolutionär jetzt. Nein. Sehr lustig. Ja, also du musst einfach, oder der Mann muss da halt seine Wahrnehmung auch erweitern. Also auch so ein schönes Bild, wie ich, ne, du hast dann, sag jetzt mal, jetzt das gute Stück und dann geht es halt darum, aber sie ist ja der Raum drumherum, das heißt, sie erlebt ja mit allen Sinnen und auch überall am Körper und deswegen muss der Mann auch seine Wahrnehmung, also ich sag jetzt mal, das, die Haut und die Augen, die Hände erweitern oder ein Stück weit diese Wahrnehmung trainieren, damit er das alles mitkriegt. Dass er nicht nur auf sein Ding fokussiert ist. Genau. Ja? Genau. Ah, okay. So, und das, was war das Dritte? Das Dritte, was für sie auch oder für alle Männer besonders anziehend wirkt, auch Frauen, ist eben nicht nur die Nähe, also das wäre sowas, wo halt viele Paare sind, dass das nur noch Nähe ist, sondern es geht auch um Distanz, ja, um dass er eben bei sich ist und für sich was tut. Und ja. Da gibt es ja das, also ich habe halt ja verschiedene Methoden, aber ich liebe ja den John Gray, der hat ja dieses Buch Männer sind anders, Frauen auch, geschrieben. Und er hat dann dieses Bild, dass eben er ansitzt, weil er muss eben die Sachen für sich lösen in seiner Höhle. Und da ist dieses Thema Distanz. Also der Mann, wenn der die ganze Zeit zu Hause ist und dann immer, also meine Kunden haben das oft, dass sie halt, also dass sie ganz viel eben in dieses, ja, ich mache jetzt alles, damit sie irgendwann Ja sagt, ne, zum Sex. Oh, ja. Und dann, da fehlt diese Distanz auch. Es muss jetzt nicht immer eine Rolle. Also es sollte schon ab und zu auch eine räumliche sein, aber es geht auch um diese innere Distanz. Ja, wenn sie, weil wir Frauen sind ja nun mal so, dass wir oft rumflippern, sag ich jetzt mal, uns aufregen und den Mann, dass wir so sticheln. Und in der Männerarbeit nennen wir das ja testen. Also die Frau testet ihn. Ja. Und da hilft es eben, dass der Mann das weiß und dass der dann in Distanz geht, aber nicht in eine gemeine oder harsche Distanz. Sondern eben, er darf wie ein Leuchtturm in der rauen Brandung stehen und sagen, wow, du hast jetzt, oder heute geht es dir aber, ne? Spannend, wie es dir jetzt geht, ohne das zu bewerten. Und dann dreht er sich um und geht wieder oder so und wartet, bis sie dann sich beruhigt hat. Das heißt, das ist eigentlich das ist die größte Arbeit. So erlebe ich es jetzt gerade, dass die Männer das, dass sie da wieder bei sich sind und weil das haben wir auch in unserer Mainstream, ne? Der Mann, der muss jetzt, weiß nicht, der soll alles Mögliche können, aber bloß kein dominantes Alpha-Männchen mehr sein. Ja. Aber für die Sexualität und für das Paarspiel, Zusammenspiel, ist das schon förderlich. Ne? Er soll halt nicht nur er soll auch seine Gefühle, also dazu gehört, dass er eben seine Gefühle zeigt, also dass er sich klar ist, was er gerade fühlt, aber auch wer er ist und wohin er will. Also, Ja, verstehe ich. Hast du mich gerade? Okay. Also das ist ja jetzt echt schon, da sind wir ja voll beim Thema Selbstbewusstsein bei den Männern. Und auch beim Thema Beziehungsbewusstsein. Ne? Ich finde das immer total wichtig, wenn Menschen Beziehungen eingehen, dass sie nicht anfangen, dieser Beziehung alle Macht über ihr Leben zu geben, quasi das so abzuschieben und keine eigenen Ziele mehr zu verfolgen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem in ganz, ganz vielen Beziehungen, dass Leute fast zu viel Zeit miteinander verbringen, aber keine gute Zeit, keine Quality Time, sondern so nebeneinander herdümpeln und man automatisch, wenn man das zu viel macht, tatsächlich der andere seine Sexiness verliert und man so ein Gewohnheitslevel da hat. Ne? Also ich habe das mitgekriegt, dass ganz viele Menschen, die ich kenne, deren Beziehungen gescheitert sind,
eigentlich ganz oft daran gescheitert sind, dass sie sich viel zu sehr angeglichen haben. Dass sie gar nicht mehr rausgefunden haben, gar nicht mehr besondere Momente miteinander kreieren konnten. Und den anderen, auch wenn der keine eigenen Ziele mehr verfolgt, dann ist der irgendwann, verliert der seine Attraktivität. Ne? Also wir sind ja alle wer, wenn wir uns kennenlernen. Und da sollten wir, glaube ich, größtenteils auch bleiben, können ja gerne zusammen sein und uns unterstützen, aber nicht so ganz verschmelzen. Das ist so eine Romantikvorstellung, die irgendwo da kursiert. Ich glaube aber, dass die an ganz vielem schuld ist, was nicht gut läuft. Aktuell. Ja, spannend, wie du das so sagst. Also, du hast recht, dass das so angepriesen wird, als sei das so toll, dass man eben alles zusammen macht und ja, immer King mehr. King of Queens. Ja, die Serie kenne ich jetzt nicht, aber also kann ich jetzt nicht so sagen. Aber es ist so eine Serie, wo die wirklich alles zusammen machen. Ja, also du hast recht, das ist so, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, aber wenn es wieder mehr, also es gibt so Männercoaches, die sagen, der Mann soll weniger als die Hälfte der Zeit mit ihr verbringen. Ne? Das heißt, jetzt wenn das auf die Abende oder wie auch immer, ne, ihr lebt zusammen beziehst, wären das 3 Abende ohne sie. Ja. Wobei ich muss sagen, heutzutage, ich wüsste gar nicht, wie es anders ginge, wenn man seine eigenen Projekte hat, ne, das setzt das halt voraus. Aber auch mit Sport nach der Arbeit oder Freunde treffen oder so. Ich habe, also wir und Claudia, meine Freundin heißt ja Claudia, und wir führen, glaube ich, eine ganz gute Beziehung. Und wir haben das so, dass wir auch aktiv am Anfang gesagt haben, wir müssen nicht alles zusammen machen. Wir müssen auch beispielsweise nicht, wenn ich Freunde habe und der Kumpel kommt, auch meinetwegen mit seiner Frau, dann würde ich sie niemals zwingen oder voraussetzen, dass sie dabei ist. So, wenn ich die beiden schon kenne, sondern es ist immer so freiwillig. Und wir haben eine andere Sache, die wir machen. Das ist, wir haben unser Pärchenritual. Einmal in der Woche gehen wir aus zusammen und versuchen nicht diese durchschnittliche Couchzeit irgendwie zu haben, die sich so einpendelt, weil die, da macht man ja eigentlich gar nichts miteinander in der Regel. Also man hat so 20% Qualität in seiner Beziehung dann abends, aber man beschäftigt sich nicht. Und wenn man so rausgeht, dann ist das so ein bisschen was anderes. Ne? Also klar liegen wir auch mal abends nebeneinander auf der Couch. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das nicht machen, aber wichtig ist so dieser Ausgehabend, um mal rauszukommen. Man kann auch, glaube ich, außerhalb seiner natürlichen Umgebung, dieser Höhle, die man sich geschaffen hat, zusammen, viel besser mit dem Blick von außen über andere Dinge reden und viel freier reden. Ne? Das habe ich so gelernt dürfen in meinen Beziehungen, dass es immer förderlich ist, rauszukommen und von außen auf Dinge zu gucken. Auf jeden Fall, das ist eine coole Idee. Also, so wie du das jetzt sagst, rate ich ja meinen Coaches dann auch, dass sie eben zum Beispiel, also es muss jetzt kein Ausgehabend sein, sondern wirklich einen Abend als Paarabend verwenden. Ja, und genau. Der kann eben je nachdem, also dann, dass man sich jetzt mal abwechselnd sagt, ja, einmal macht der eine, gestaltet der eine, einmal der andere. Oder eben auch zusammen, gut, wir machen da auch einen Erotikabend draus, ja. Also das finde ich gut. Okay. Es muss ja nicht, also wenn euch nicht danach ist, okay, ne? Aber dass es wirklich so ein Treffen bietet, also eine Gelegenheit bietet, wo man sich treffen kann, wo man vielleicht auch über über die Beziehung reden, wie du gerade gesagt hast, wenn man nur auf der Couch sitzt nebeneinander, dann ist das ja kein Austausch und kein, naja, warum ist man da noch zusammen? Ne? Und wenn man aber, also das ist so ein ganz, eigentlich auch eine ganz normale Basis, aber dass man eben regelmäßig darüber spricht, wie geht es mir eigentlich und wie geht es mir in meiner Beziehung mit, oder wie geht es mir mit dir, ja? Ja, oder auch so ganz, ganz frei, was sind so deine nächsten Projekte oder was hast du vor oder was könnten wir zusammen mal machen oder solche Sachen bespricht, ne? Also ich sehe ein ganz, ganz großes Problem von dem, was du jetzt schilderst, das ist nämlich echt total interessant für mich.
bei auch in der Art, wie viele Männer von Anfang an Beziehungen sehen, weil die mit dem Ziel quasi schon daran gehen, diese Pärchenverbundenheit zu haben. So wie so ein, also das ist so ein falscher Glaubenssatz, der eingehämmert wird. Ne? Das ist genauso wie 30, verheiratet, Kind, Baum, Haus gepflanzt. Andersrum. Baum gepflanzt, Haus gekauft. So rum. Ne? das what the fuck? Bevor du irgendetwas in der Richtung machst, solltest du dich erstmal selber finden, weil sonst gehst du unfertig in Beziehung und erwartest von anderen Menschen Dinge, die sie nicht erfüllen können, nämlich dich zu komplettieren in irgendeiner Weise, so, was der andere in der Regel nie leisten kann. Deshalb rate ich den Leuten immer, ihr müsst euch zuerst einmal finden, wirklich eure Selbstliebe aufbauen. Das ist ein hochtrabendes Wort, aber ich finde das total wichtig, weil man eigentlich eine gute Beziehung, glaube ich, erst dann führen kann, wenn man sich selber liebt und nicht zwingend auf die Liebe eines anderen angewiesen ist. Und dann ist das alles ein Kann und kein Muss mehr und dann ist man viel freier in seiner ganzen Gestaltung. So sehe ich das oft. Und mir fällt es oft bei Männern auf, dass die dieses Zusammenleben dann wollen und dann fällt ihnen irgendwann auf, nach 15 Jahren, das ist ja alles irgendwie ganz anders oder gar nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Ja. Ja, das ist nochmal eine gute Rückmeldung, danke, weil ich könnte das jetzt gar nicht so sagen, aber. Aber? Ja, ich könnte das jetzt gar nicht so formulieren, wie du das gemacht hast, aber das ist wahrscheinlich wirklich bei vielen so. Jetzt sind wir hier irgendwie gesprungen wieder. Ja, jetzt hatten wir. Aber jetzt geht's wieder, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja, also ich habe das halt schon ganz oft mitgekriegt und es ist ja auch kein Wunder, die Scheidungsraten zeigen ja eigentlich genau das, dass ganz viele Leute irgendwie einem eingepflanzten Traum hinterherrennen. Wolltest du noch was fragen? Wie bitte? Wir haben gerade hier eine doofe Verbindung irgendwie, ne? Ja. Also mal gucken. Vielleicht ist meine Tochter aufgewacht jetzt um 11:45, die hat nämlich Ferien und malträtiert hier das WLAN. Wobei, die Verbindung ist eigentlich ganz gut. So, sollen wir nochmal versuchen? Ich kann das ja rausschneiden, was wir gerade hatten. Ja. Du hast was mit Frage gesagt, ne? Hattest du noch, hast du was gefragt? Weil ich hatte jetzt. Ach so, nee, ich habe was gesagt. ich merke mir mal kurz, wo das hier so Hakeln. Ja, ich habe nur, also meine Rückmeldung war halt, ich würde das jetzt gar nicht so sagen, weil mir fehlt dieser, also ich bin schon so lange auf diesem Weg der Arbeit mit mir selber, dass ich das gar nicht so platt, wie du es jetzt genannt hast, sagen könnte, dass eben die Männer ja wirklich denken, ja, die Beziehung wäre jetzt sozusagen der Religionsersatz oder so, der Sinn des Lebens. Aber so ist es ja tatsächlich, ja, also. Ja, viele glauben, das ist was man haben muss. Das gehört dazu, das ist irgendwie Pflicht. Also das kriegen die ja auch von außen oder es prasselt auf sie ein, wenn die keine Freundin haben. So, ja, der Dings, der ist immer noch Single. Ja, das wird auch nicht mit dem, doch. So nach dem Motto. Ja, das ist ja grausam, aber so wird ja drüber geredet. Da geht es nicht darum, dass der jemand einen guten Partner findet oder vielleicht sogar glücklich ist ohne Partner, sondern ja, ohne Partner bist du nix. Also das ist wichtig, darüber reden die Leute. Ich finde das ganz, ganz schlimm, aber irgendwie ist es dummerweise hauptsächlich so. Ja, es kommt vielleicht auch darauf an, wo man jetzt, in welchen Kreisen man sich bewegt, aber klassischerweise, also jetzt mal so, wenn man sagt, ja, das normale Leben, dann ist es schon so, das stimmt. Lass uns doch mal darauf eingehen, jetzt, wenn ich jetzt so ein Mann wäre, der gerade so ein Sexproblem hätte oder Beziehungs, wie auch immer, ich würde sie glücklicher machen wollen. Welche drei Tipps hättest du denn für mich? Was könnte ich machen?
Ich bin ein hoffnungsloser Fall, oder was? Nein, nein, ich muss, weil ich habe ja jetzt gerade schon so viele Tipps gegeben, aber jetzt nochmal das so konkretisieren. Also auf jeden Fall tu etwas für dich, ja? Mhm. Plane dir Zeit ein, wo du etwas für dich machst und wo du auch dir vorher sagst, ja, Schatz, ich werde jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zeit für mich verbringen. Mhm. Halt auch immer einen festen oder zwei feste Tage oder generell zu sagen, so, ich muss mal wieder was für mich tun, weil ich fühle mich gerade nicht so gut. Und dann musst du bitte nicht sagen, ja, ich will, dass du wieder mehr Sex haben willst mit mir, sondern du sagst einfach, du willst dich um dich bemühen, ja, weil du fühlst dich gerade nicht so gut. Ja. Weil sie möchte ja von dir erfahren, was dich betrifft. Und sie schätzt das sehr, wenn du ihr sagst, ja, ich möchte gerne, weiß nicht, meinen Körper wieder verbessern, also jetzt weniger Kilo, oder mehr Sport oder einfach mir mehr klar werden, wer ich bin. Auch das findet sie gut. Ne? Das wäre so der erste Rat. Dann lerne die ihre Bedürfnisse. Also das, was heißt lernen? Es gibt halt Liebesbedürfnisse, die Frauen haben und welche die Männer haben und die sind halt verschieden. Wenn du die kennst, dann kannst du auch die erfüllen. Also schwer ist es nicht. Ja? Und wie erfüllst du die? Und das wäre vielleicht, oder das könnte noch der zweite Rat sein, also die Frau braucht im Grunde jeden Tag Liebesbeweise. Ne? Also, also Liebesbeweise heißt jetzt nicht Geschenke, sondern es heißt einfach Präsenz und Aufmerksamkeit. Zuneigung. Ja, so. Ja, also zum Beispiel, ein ganz einfacher Rat, umarme sie mindestens dreimal am Tag, wenn sie sich noch von dir gerne umarmen lässt. Bei manchen Frauen ist es ja schon nicht mehr der Fall. Ja. Also, und dann nicht nur kurz, sondern wirklich so, ja komm, kannst du mal kurz durchatmen. Ja, eine Herzensumarmung. Ja. Genau. Und der dritte Rat, den hatte ich jetzt gerade, was war das? Ja, vielleicht so zum Thema Sex. Beschäftige dich mit dem Vorspiel und was sie heiß macht. Ja. Ja. Und da ist es eben so, dass sie möchte sich ja ausdrücken, sie möchte sich erleben. Deswegen sprich mit ihr zum Beispiel ganz unverfänglich jetzt nicht über den Sex mit dir, sondern hey, also sprich zum Beispiel, welcher Sex sie in ihrem Leben schon, den sie besonders heiß fand. Jetzt nur mal so als um so ein Sexthema aufzugreifen. Ja. Frag sie doch mal, was dir besonders gut gefällt. Obwohl, wenn es ein Problemthema ist, dann ist es vielleicht schon ein Problem bei manchen. Ja, ja, da kommt das männliche Ego wieder ins Spiel, ne? Wenn dann die Frau auch noch erzählt, dass sie mit jemand anderem richtig guten Sex hatte, dann brechen wir Männer wahrscheinlich zusammen. Ja, aber auch das gehört ja dazu, weißt du, dass du da genau hinhörst, weil es geht ja nicht um dein Ego und deinen Sex, sondern es geht ja darum, was sie gut findet. Und, ja. Deswegen, und wenn es jetzt gerade so gestresst, also bei vielen ist es wirklich so, dass die Frau schon, egal was er jetzt da körperlich, wenn er nur so macht, weißt du, dann denkt sie schon, lass mich. Ne? Ja. Und deswegen, da sich zu öffnen und vielleicht ist das ja auch der Punkt, zu gucken, was sie wirklich ausdrückt, weil sie drückt ja auch was aus und die Männer hören oft nicht zu, was sie genau sagt. Sie sagt es immer wieder, was sie stört oder was irgendwie fehlt oder was sie will. Ne? Und das einfach mal dann zu machen. Mach das doch einfach mal. Das heißt doch nicht, dass deine Frau, dass du in dem Beispiel, ne, dass deine Frau jetzt dir alles vorschreibt. Ne? Das ist einfach nützlich, wenn du weißt, was sie braucht. Ja. Das dann auch einfach ihr zu geben. Du kannst dir auch sagen, was du brauchst. Und dann, wäre dann nochmal der nächste Schritt, dann auch genauer zu gucken, was braucht dann jeder so. Ne? Und wie kommuniziert ihr das auch? Ja? Ja, mit welcher Klarheit, ne? Oft denken beide, glaube ich, ja, ich habe das doch schon tausendmal gesagt und beim anderen ist es nicht angekommen. Okay.
Jenny, ich habe jetzt noch eine Frage, bevor wir zu unserer Quick-Speed-Fragen-Runde kommen. Wenn du mit deinem heutigen Wissen, deinem 18-jährigen Ich etwas raten könntest, was wäre das? Meinem 18-jährigen Ich. Ja, also bezogen jetzt vielleicht auf meine Berufs- und so Lebensprojekte, könnte man sagen, ja, geh einfach da rein, was dir Spaß macht und bleib dabei. Ja, weil ich hatte zum Beispiel, ich hatte schon, als ich, wann war das denn? Da war ich vielleicht Ende 20, habe ja dann soziale Arbeit studiert und bin auch als Kita-Coach unterwegs. Und damals hat man mir dann gesagt, also sie haben ja, da war ich auch noch ganz jung, aber damals halt, haben die zu mir gesagt, ey, sie haben ja keine Ahnung, sie können doch hier nicht schon als Fachberatung arbeiten. Mhm. Und genau so war das ja mit dem Sex-Thema auch schon. Und da einfach, naja, ich finde, heutzutage können die jungen Leute wirklich einfach ihre Herzensthemen auch schon umsetzen. Und man kann auch schon mit 20 super erfolgreich sein als Coach. Ne? Da braucht man jetzt nicht den ewig langen Weg, den ich jetzt noch... Ich hatte verschiedene Themen, aber ja. so lang war der auch nicht. Ich habe ja auch, ich profitiere auch von den neuen... Naja, von der neuen Technik oder den Social Media Kanälen und so. Deswegen, beschweren kann ich mich jetzt auch nicht. Ja, okay. Gut, also dein Rat wäre zusammengefasst, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, das war jetzt viel, auch eher so ein Ding wie Folge deinem Herzen. Ja, genau. Ja, okay. Sehr gut. Okidoki. So, liebe Jenny, dann würden wir jetzt zu unserer Speed-Fragen-Runde kommen, weil wir jetzt schon doch ein bisschen ins Plaudern gekommen sind und unser zeitlicher Rahmen sich dem Ende neigt. Mhm. Also Speed-Fragen-Runde, das heißt, du antwortest so schnell wie möglich. Und keine Angst, ich bin da ganz, ganz human. Aber ich würde sagen, wie bitte? Ich glaube, da bin ich nicht gut, aber ich lasse mich mal drauf ein. Wir werden es rausfinden, wir können alles rausschneiden. Machen wir aber nicht. Aber doch, nein. Okay, hast du ein Lieblingszitat? Raum ist gleich Freude. Raum ist gleich Freude. Okay, einverstanden. Hund oder Katze? Jetzt gerade Hund. Ändert sich das bei dir? Ja, irgendwie, ich weiß nicht warum. Bisher war es immer Katze, aber jetzt auf einmal, naja. Bist du mehr der Hundtyp geworden? Ja, ich weiß auch noch, ich habe auch noch keinen Hund und ich, naja, egal. Ich mag auf einmal Hunde gern. Ja, ist ja nicht schlimm. Welche Person hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert? Ui, mehrere. Am meisten mein Lama Ole Nidal. Ein buddhistischer Lama. Ah, okay. Ole Nidal? Mhm. Okay. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Da hat tatsächlich noch niemand lange überlegt. Das kommt in der Regel so fups aus der Pistole geschossen. Schoko, okay. Hast du ein Lieblingsbuch? Nee, gerade nicht. Nee. Gerade nicht. Du arbeitest zu viel. Comedy oder Drama? Wahrscheinlich Comedy. Das ist doch gut. Also eher Science Fiction oder so, würde ich jetzt sagen. Oder hier. Thriller oder so. Okay. Wenn du nur eine Sache auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, all deine geliebten Personen wären schon da, was wäre das? Mein Meditationsmäppchen, also meine Hefte. Aha, okay. Tee- oder Kaffeetyp? Kaffee. Typischer Tagesablauf bei dir? Aufstehen. Schon mal gut.
Kinder versorgen, Frühstücks, dann gehen die Kinder in die Schule und Kindergarten, dann meditiere ich und habe ein bisschen Zeit für, nehme mir Zeit für mich, auch nochmal so in Ruhe frühstücken, ankommen, was hier alles zu tun ist und dann arbeite ich. Mhm. Reicht das so? Ja, klar. Wie du magst. Liebe Jenny, wenn die Menschen da draußen jetzt gesagt haben, boah, das hat mich beeindruckt, das hört sich interessant an, vielleicht sind es auch Männer, die auch ein Sexthema haben, wo können die dich am besten finden? Also ihr könnt mich finden in der Facebook-Gruppe Frauen glücklich machen und auch im gleichnamigen Podcast. Und ich habe auch eine Webseite, wo ihr euch zur Beratungssession, zur kostenlosen Beratungssession anmelden könnt. Das heißt, da gucken wir dann kurz oder etwas länger, wo ihr gerade steht und was euer Ziel ist und ob und wie ich dir helfen kann. Mhm. Und die Seite, soll ich dir eben sagen? Ja, sag ruhig. Die heißt, klar. Die ist Jenny Kühne, also jenny-kühne.de/Beratungssession. Kühne mit H, ne? Ja, genau. Okay, gut. Sehr gut. Liebe Jenny, es ist so üblich hier im Rise Up Interview, dass der Gast das letzte Wort hat und nochmal eine Message an die Leute raushauen kann oder nochmal sagen kann, was ihm am Herzen liegt, womit er diese Welt vielleicht ein bisschen besser machen möchte, was auch immer. Aber du hast jetzt auf jeden Fall das letzte Wort an unsere Zuhörer und Zuschauer. Ich danke dir schon mal ganz, ganz doll dafür, dass du hier warst. Ich fand das sehr, sehr interessant. Tantra-Massagen werde ich mir merken. Und dann würde ich sagen, hau deine Botschaft raus, was die Menschen nochmal von dir hören sollen. Dankeschön. Ich fand es auch toll. Euch, liebe Männer, raten, guckt da mal rein. Also spürt mal rein in eure, was ihr gerne wollt, ob ihr wirklich so eine 0815-Beziehung weiterführen wollt oder ob ihr wirklich zu einer lebendigen, erfüllten Partnerschaft gelangen wollt. Ja? Weil jeden, den ich da bisher begleitet habe, die haben sich echt so weiterentwickelt und wirklich neue Wege gegangen. Ja? Also ich denke, das ist ein Riesenthema und ich bin bereit, dass ich das groß mache und insofern gehe ich schon davon aus, dass ich da wirklich auf Dauer in den Beziehungen was ändern kann. Ja. Natürlich nur mit euch. Okay, super. So, das war es wieder mit einer weiteren Folge von unserem Rise Up Programm hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass uns doch bitte ein Like, kommentiere oder abonniere direkt den Kanal, damit du zukünftig auch nichts mehr verpasst. Wenn du Anmerkungen haben solltest, dann schreib uns doch einfach was in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail, wenn du dir ein Thema wünschst, genau das gleiche. Jetzt habe ich noch zwei wichtige Infos für dich. Ab jetzt gibt es vierteljährlich, das heißt alle 3 Monate, immer eine Rise Up Challenge. In dieser Rise Up Challenge wird es täglich kostenlose Übungen geben, mit denen du mehr in deine Kraft kommen kannst, mehr Selbstbewusstsein aufbauen kannst, letztendlich ein glücklicheres Leben führen kannst. Ja, das Ganze findest du auf der riseupcoaching.de Website unter Challenge. Die Links gibt es überall, bei Facebook, hier unter dem Video, was weiß ich, das findest du, wenn du es suchen willst. Auf jeden Fall. Dann die zweite Info. Wenn dich das ganze Thema Rise Up Coaching interessiert und du sagst, okay, das ist vielleicht was für mich, ich habe da so 1-2 Themen, wo ich gar nicht weiterkomme oder ich habe auch meine Themen, wo ich mich gerade komplett deplatziert fühle, gar nicht weiß, was ich machen soll, dann vereinbar doch einfach mit mir ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich verspreche dir, ich beiße nicht. Wenn du jetzt hier ein paar Videos gesehen hast oder ein paar Beiträge gehört hast, wirst du wissen, dass mir Ehrlichkeit, Authentizität total wichtig ist. Und ich sage dir jetzt hier ganz ehrlich, du bist zu nichts verpflichtet, wenn wir telefonieren. Du hast allerdings auf jeden Fall einen Mehrwert davon, weil ich dich niemals ohne Tipps aus diesem Telefonat oder Zoom-Call rauslassen werde. Ob du etwas buchst weiterhin oder nicht,
ist mir da relativ egal. Mir geht es wirklich darum, Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen, wieder ihren Körper, Geist und ihre Seele miteinander zu verbinden, damit wir ein glückliches Leben führen können. Und genau dafür würde ich mich freuen, wenn wir telefonieren. Und vor allem dann, wenn du noch nicht weißt, ob das Ganze was für dich ist. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und sage bis bald. Hau rein, dein Steffen. Ciao.